Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Wir befinden uns hier auf der nordfriesischen Marsch ohne Gräben und ich bin wie immer die Maritzel. Ja, wir sind jetzt nach dem Livestream und es ist schon wieder dunkel und ich habe mir gedacht, nee, das machen wir jetzt also nicht, ne? Wir werden jetzt eine Runde schlafen. Die Maschinen arbeiten ja deswegen trotzdem weiter in den Missionen und ich denke immer, ach guck mal, die Nachbarin hat die Wäsche draußen hängen lassen. Ich werde jetzt mal hierher gehen zu meinem Schlaftricker, zu meiner Unterkunft sozusagen als Untermieter und jetzt werden wir mal schlafen eine Runde. Ich möchte schon gerne im Tageslicht spielen und nicht so viel immer im Dunkeln. Das ist richtig Pech manchmal, dass das ständig so gerade klappt, dass man ausgerechnet im Dunkeln arbeiten muss. Das wollen wir einfach nicht, ne? So, jetzt haben wir 8 Uhr früh. Das ist doch schon mal ganz was anderes. Schaut mal, wie schön die Farben sind. Sieht doch klasse aus. Ganz toll. So, da wollen wir mal gucken, wie das aussieht jetzt hier. Mit den Ballen. Ich glaube, da kriegen wir Beschäftigung. Ja, jetzt haben wir hier Silage stehen. Ach, was mache ich denn hier? Jetzt habe ich die angepackt und kippe gleich wieder alles um. Ja, ja. Okay, ich lasse das einfach mal so liegen. Wir werden das gleich aufladen. Ich schnappe mir mal den Traktor. Mit anderen Worten, da ist... Ja, 46.000 habe ich noch da oben. Das ist gar nicht viel. Also, wir müssen gucken, dass wir zu Geld kommen. Ich fahre jetzt eben mal... Ja, nur komm. Mach mal noch ein bisschen Licht an. Hier nicht. So geht das schon. Da kann man noch was sehen. Ne? Wo ist der Anhänger? Ach, da vorne. Da vorne ist er. Ich werde mal die Ballen aufladen. Und dann werden wir mal schauen, wo wir sie am besten verkaufen können. So. Und vor allen Dingen, wie das jetzt da klappt. Bei der BGA mit den Ballen, die wir da liegen haben. Das würde mich auch mal interessieren jetzt. Die müssten ja dann da verschwinden eigentlich, wenn sie auf den Trickers stehen. Ich weiß aber nicht, ob sie das tun. Das werden wir dann feststellen. So, jetzt mache ich hier nochmal oben F1 an. Da bin ich noch nicht so firm drin hier. Transportstellung habe ich drinne. Ah, das war die richtige. Was ist das denn? Also ihr müsst darüber. Hallo Ballo. Wieso seid ihr denn komisch? So. Jetzt werde ich mal an die anderen hier noch ranfahren. Ich hoffe, dass ich die jetzt aufladen kann. Nicht, dass hier wieder irgendwas passiert. Ich habe sowieso schon gedacht, Pumuckl hat schon Einzug gehalten hier bei mir. Das ist also... So, Moment. Nochmal Z als Reset. Okay. Und jetzt haben wir Arbeitsstellung. Ist das jetzt richtig oder muss ich die andere Stellung haben? Oh! Was ist denn das? Jetzt kann... Das gibt es doch nicht. Was macht denn der hier? Ich habe doch nur aufladen wollen. Wieso macht der da solche Spiränzchen? Das halten wir mal fest. Der knutscht den Strauch da. Ich glaub's ja nicht. So. Päh. Nee, 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 nee. Und der Hänger ist unten in die Erde drin. Das hören wir uns gleich mal näher an, aber ich halte das erstmal fest hier. Das muss man festhalten. Das gibt's doch gar nicht, sowas. Pumuckl ist wieder da. Ja, die Deichsel von dem Wagen ist im Boden drin. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein komisches Zeug hier? Ich werde mal abmachen, den Traktor.
Ja, sehr komisch. Der ganze Anhänger ist irgendwie ganz komisch. Ich hänge das jetzt nochmal an. Ja, guckt es euch an, das haut nicht hin. Ich kann auch nicht fahren mit dem. Ich kann den gar nicht jonglieren. Warum auch immer. Keine Ahnung, was hier passiert gerade. Was ist das hier? Moment mal. Mit einem den ausblenden, Z-Ballen entladen. Das gibt es doch nicht. Ab von dem Hänger. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß nicht was. Ob das an dem Anhänger liegt? Ich habe ja nur Z und dann Reset und fürs Aufladen halt die Transportstellung und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist sehr mysteriös. Wartet mal. Ich wäre mal, oder Moment, erstmal anders. Wir haben starken Bauern. Ich werde mal den Anhänger hier wegnehmen. Der lässt sich gar nicht packen. Oh, jetzt. Ich will den hier wegkam aus der Ecke. Runter, du Ballen. Ja, das muss am Hänger liegen. Der zittert. Da ist ja gar nichts mehr dran jetzt. Der lässt sich aber auch nicht wegnehmen. Okay, ich verschabel den. Da stimmt was nicht mit dem. Schade. Ja, was anderes bleibt da nicht. Würde ich mal sagen. Verkaufen. Weg damit. Eine andere Lösung gibt es da nicht, um das rauszupullen, da wenn der sich nicht wegziehen lässt und ich kann ihn auch nicht anhängen. Da brauchen wir jetzt was anderes für die Ballen. Okay. Komm mal mit. Wir fahren zum Händler, nutzt ja nichts. 60.000 habe ich jetzt. Ach, das kann von den Sonnenkollektoren sein. Okay. Wir fahren mal zum Händler. Wir müssen mal gucken, was wir jetzt da als Transportmittel anschaffen für die Ballen. Na, das ist ja interessant. Wenn ich das jetzt im Stream gemacht hätte, da hätten wir ja eine Gaudi gehabt. Als hätte ich... Unglaublich. Das ist ja ein Ding. Ah ja, den muss ich ja auch noch abgeben hier. So, komm mal mit. Ich gebe mir jetzt erstmal ab. Das kostet nämlich auch Geld. Ne, das ist die falsche Seite, ne, oder? Gibt es da nicht ein R? Oh, ich gehe hierher. Das wird schon. Ach, Schraubenschlüssel. Gut. So machen wir es. Zurückgeben. Jawohl. So, jetzt ist guter Rat teuer. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Schauen wir mal. Nee. Muss ich ja bei Ballentransport gucken, ne? So. Was haben wir denn da? Den haben wir hier. Da passen 24 drauf.
Was ist das hier? Da passt beides drauf. Aber das ist Drehschemel. Das ist auch Drehschemel. Eieieiei. Ja, und den hat man ja gerade hier. Da habe ich jetzt nicht das meiste Vertrauen gerade im Moment. Wie ist denn das mit dem hier? Kann der Ballen auch? Nee. Leider nicht. Alles andere, aber keine Ballen. Und hier, das sind ja die vom Thunder. Ich habe jetzt Rundballen. Ich werde künftig auf Quaderballen umsteigen. Rundballen, Rundballen. Aber das sind alles Drehschemel. Das ist halt das Problem. Das habe ich nicht so gerne. Das sind alles Drehschemel. Ich guck mal noch woanders. Moment mal. Ich guck doch mal hier oben noch rein. Oder, Moment, noch anders. Ich guck mal hierher. Ah, ist noch nicht dabei. Okay. Naja, wir sind halt noch ganz am Anfang. Es ist einfach so. So viele Mods habe ich auch noch nicht gezogen. Mal gucken, was wir hier noch haben. Vielleicht ist ja hier was dabei, aber ich glaube nicht. Der kann keine Ballen hier, oder? Nee. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Naja, da muss ich... Ich würde sagen, ich nehme ganz einfach mal... Also ich habe jetzt kein Vertrauen mehr zu diesem Grün. Ich weiß nicht, warum das da passiert ist. Das ist also, na gut, das war auch, ne, das war kein Drehschemel, das war ja der, den hatte ich genommen, aber weil das kein Drehschemel ist. Und der war preiswert. Ja. Ob ich das mit dem nochmal versuche, ich weiß es nicht. Sonst müssen wir den nehmen hier. Kostet aber 50.000. Boah, da habe ich ja dann fast, na gut, die Missionen sind ja fast gemacht. Ich nehme den nochmal. Nicht lange hin und her überlegen, ich nehme den nochmal und wenn das wieder passiert, dann verzichte ich auf den. Und da werde ich mich mal umgucken, ob ich woanders noch einen anderen Mod finde. Für Ballen automatisch aufzuladen, gibt es vielleicht schon. Ich habe jetzt die letzten Tage keine Zeit gehabt zu schauen. Ich werde den mal nur mieten und nicht kaufen. Das Vertrauen ist jetzt erstmal weg. So. Da steht da. Vielleicht verträgt er sich ja auch bloß mit dem Wald dran nicht. Das kann ja auch noch sein. Aber warum? Keine Ahnung. Ja, da passieren ja wieder Sachen. Ist ja richtig interessant. Also langweilig wird es bei mir, glaube ich, nie. Wie es aussieht. Langweilig wird es bei mir nie. Nee. Nee, nee. Das ist also eins, was wahr ist. Aber jetzt kann ich erst mal ziehen. Ich konnte ja die ersten auch ziehen. Ich weiß gar nicht, warum das so plötzlich nicht ging dort an dieser Ecke. Ob das an der Map an der Ecke liegt? Gibt es sowas? Ich weiß es nicht.
Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde die Ballen aus der Ecke da wegnehmen. Oder traue ich mich einfach daran zu fahren? Ja, ich weiß selber nicht. Ach, den habe ich jetzt gar nicht auf... Ach, wir haben ja hier eine Werkstatt. Ich habe ihn gar nicht auf Automatik gestellt beim Kaufen. So. Konfigurieren. Geht das? Ach, den haben wir nur gemietet. Dann geht das natürlich nicht. Oh je. Da geht man ab. Nee, zurück. Oder irgendwie. Ich muss nochmal zum Händler mit dem. Na, das ist ja jetzt eine Sache hier. Da habe ich mir ja was eingebrockt. Da hat er jetzt gar keine Automatik. Das habe ich daran gesehen, weil Gurte, das musste man doch bestimmt einstellen beim Kauf. Irgendwie war das doch so, oder? Naja, müssen wir mal gucken. Da muss ich den wohl abgeben. Da haben wir schon wieder Geld eingebüßt. Und neu nehmen. Gucken wir mal. Bei mir konnte ich nicht konfigurieren, aber ich glaube, wenn man ein Fahrzeug gemietet hat, kann man es nicht konfigurieren. Genau. Es geht nur mit zurückgeben. Okay, dann müssen wir den neuen nehmen. Ach ja, gucken wir mal. So, vielleicht kriege ich ihn hier billiger, wenn ich das hier über diesen Button mache. Möglich ist ja alles, ne? So, Ballentransport. Genau. Autolad of Ja. Klappmechanismus, was heißt das? Ach so, die Dinger. Brauche ich eigentlich nicht. So, Reifen, alles lasse ich so, wie es ist. Und jetzt miete ich den. Den kaufe ich jetzt nicht. Nein, den kaufen wir jetzt nicht. So, komm mal her, du Waltra. Jetzt werden wir uns den noch mal schnappen und nach Hause ziehen. Vielleicht macht er ja schon wieder Sprenzchen jetzt, wenn ich dich anhänge. Dann weiß ich, dass es mit dir und dem Hänger nicht funktioniert. Da muss ich mir in dem Fall dann eventuell versuchsweise einen Traktor mieten, oder? Das wollte ich eigentlich nicht. Na, mal gucken. Schauen wir mal, was passiert. Wir probieren das jetzt aus. Anhängen geht schon mal. Ich habe doch mit dem Anhänger schon mal Ballen rüber geschafft zur BGA. Deswegen wundert mich, dass das so plötzlich so komisch war jetzt. Na, mal schauen. Bin echt gespannt. Bin echt gespannt. Ich fahre jetzt einfach da mal ran. F1 an. Ist in Arbeitsstellung.
da tut sich aber nichts. Arbeitsstellung ist also nicht richtig. Das ist irritierend mit diesen Bezeichnungen. Warum nennt sich das Arbeitsstellung, wenn er dann nicht arbeitet? Ne, Transportstellung würde ich mir vorstellen, wenn man mit dem unterwegs ist auf der Straße und das Zeug wegfährt. Das ist etwas, das ist komisch. Ich werde jetzt mal B drücken. Aber Transportstellung. Zumindest ladet er die Ballen auf. Vorsichtig ranfahren hier. Hoffentlich passiert nicht wieder so ein Zeug. Ich traue dem Frieden einfach nicht. Das war ein bisschen zu komisch, das Ganze. Schön langsam machen. Na, jetzt scheint er sich ganz normal zu verhalten. Was ich sehr schätze. Da liegt noch einer dazwischen, den hole ich nachher aber raus. Mal gucken. Geht noch was? So, ist voll beladen. Jetzt funktioniert's. Warum auch immer. Vielleicht, weil er nur gemietet ist. Wer weiß. So, jetzt werde ich mal gucken, wo wir die am besten verkaufen. Schauen wir mal. Was mich immer so ein bisschen irritiert ist, hier ist Silage ist nicht als Ballen aufgeführt. Ist nur Silage. Sieht aus wie zum Kippen, das Foto. Ich weiß es nicht. Ist nur die BGA momentan. Also die BGA sieht, die ich angebunden habe. Okay, dann werden wir dort mal hinfahren. Wir werden mal gucken, was los ist. Ich fahre mal persönlich dahin. Das ist ja nicht weit. Ist ja bloß da übers Feld. Auf der anderen Seite ist es ja schon. Oh, und die Zeit ist schon wieder um. Yay. Halt mal an. Halt. Ja, meine lieben Zuschauer, die Zeit ist leider schon wieder um. Das war's das jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, was hier wieder alles so abgegangen ist. Ich sag dann mal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzl.